Gib mir einfach mit der Hand ein Zeichen. Das große Thema im Jahr 2015, die Wienwahl am 11. Oktober. Wir begrüßen heute Herrn Helmut Stubner, den Bundesparteiobmann der Freidemokraten bei uns. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Herr Stubner, was sind die wichtigsten Schwerpunkte der Freidemokraten im Hinblick auf die Wienwahl? Ja, die Stadt hat meines Erachtens nach großen Reformbedarf in vielerlei Hinsicht. Die wichtigste Aufgabe, glaube ich, ist, dass wir in dieser Stadt, die einen Stillstand kennt in vielen Bereichen, eine Art neuer Gründerzeit vielleicht veranlassen. Wir brauchen tüchtige junge Leute, die ihre Energie und ihre Kreativität einsetzen für eine neue Mittelschicht, die entstehen muss in Wien. Daran hängt Gedeih und Verderb des wirtschaftlichen Wachstums in Wien und damit auch der Stellensuche und des Stellenfindens für jüngere Leute vor allem. Und das bedeutet zwangsläufig, dass wir dem Sozialismus, der die Stadt sehr stark prägt, die Bürokratie abbringen müssen, die Menschen in vielen Bereichen bevormundet, auf das Kleinlichste reguliert, hineindirigiert. Wien gleicht ein bisschen einem Sozialismusmuseum, nicht? Woanders wird noch marschiert am 1. Mai mit geballter Faust, in Pyongyang vielleicht, in Havanna und in Wien. Und ein bisschen ist es so, dass man das Gefühl hat, wenn man hört, dass für Che Guevara ein Denkmal aufgestellt hat, da verwirklichten sich vielleicht die Träume der Alten oder der 68er. Aber das ist nicht das, was Wien braucht. Wien braucht keine Denkmäler für marxistische Massenmörder und pardon, das war er halt einmal. Wien braucht Unternehmer, eine Gründerzeit, es braucht eine Ringstraßenzeit, so wie wir es gehabt haben, um die Jahrhundertwende vor dem Großen Krieg, und das ist die Zukunft der Stadt, aber nicht der Che Guevara im Donaupark. Und deswegen haben wir als Freidemokraten sehr viele Gedanken uns gemacht darüber, wie man in diese Zukunft greifen kann. Ganz wesentlich für uns ist die Schaffung eines Mittelstandes, in dem man aus den Mietern in den Gemeindebauten einfach Eigentümer macht. Das geht, denn wir alle haben diese Gemeindebauten bezahlt, daher können wir alle ja auch mitreden über deren Zukunft. Und eine ganz wesentliche Möglichkeit, kleineren Leuten, die kein Vermögen haben, die keine Unternehmensgründer sein können, aber auf einfache Weise ihr Grundbedürfnis zufriedenzustellen, indem wir ihnen die Wohnungen, in denen sie jetzt wohnen, und wohnen tun sie aufgrund der Gnade oder des Wohlwollens der Sozialisten in diesen Gemeindebauten, dass wir denen einfach einmal die Möglichkeit geben, Anteil am Grund und Boden zu haben, ein Basisvermögen zu haben, das sie später dazu benutzen können, um den Sprung in die Eigenvorsorge, in die Eigensicherheit zu schaffen. Und das ist ein wesentlicher Ansatz für uns zum Beispiel. Sie haben jetzt vorhin ein sehr interessantes Thema angesprochen, und zwar auch gerade das Thema Beschäftigung. In Wien hatte die Arbeitslosenquote im April 13,3% erreicht, ein neuer Höchststand. Wie würden die Freidemokraten gegen dieses Problem steuern? Ja, das ist genau die Antwort, die ich Ihnen zum Teil eben auch schon gegeben habe. Es muss einfacher sein. Es können nicht 16 Magistratstellen darüber befinden. Es können nicht 16 Beamte, die in ihrem Leben nie eine Schraube über einen Ladentisch verkauft haben, darüber bestimmen, ob ein Mensch wirtschaften darf. So, als ob es eine Gnade wäre, ein Gottes Gnadentum der Staat wäre, dass jemand sich seinen Lebensunterhalt selbstständig verdienen darf und halt nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Wir brauchen einfach viele kleine Selbstständige, und es ist ja genügend kreatives Potenzial da. Wenn Sie sich heute anschauen, jüngere Leute, und wenn es nur ein Tattoo-Studio ist, oder wenn jüngere Leute ihre Mopeds selber reparieren wollen und halt nicht in eine große Werkstatt gehen wollen, oder wenn es Leute gibt, die beispielsweise, ich meine, wir haben die vierte industrielle Revolution, wir haben die Digitalisierung, es gibt unheimlich viel clevere Leute, die zu Hause sitzen und selbst sich Apps programmieren können. Und da gibt es tausendfachen Bedarf, ob das der Haushalt ist oder die Industrie. Aber wir zwingen allen diesen Leuten ein ökonomisches und rechtliches Verhinderungs- und Behinderungssystem auf, dass die nie dazu kommen können, Unternehmensgründer zu werden. Und das gehört weggerannt.
Und wie würden die Freidemokraten da erste Schritte setzen, um wegzuräumen, wie Sie sagen? Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, grundsätzlich fängt das natürlich im Bundesrecht an, aber was auf Landesebene zu tun ist, ist einfach, es muss möglich sein, Gewerbekonzessionen zu erwerben, ohne dass die schon im Jobs drinnen sind, darüber entscheiden, ob ihre Konkurrenten nachkommen. Das ist das kammerstaatliche System, das krank ist, weil es keinen Wettbewerb zulässt, weil es nicht zulässt, dass Jüngere, die weniger Geld haben und naturgemäß kein Standing haben noch bei Banken, weil sie eben noch nicht dazugekommen sind, ihre Leistung abzuliefern, dass die daran verhindert werden, einzusteigen. Es gehören diese unendlich vielen Beschränkungen, was den Standard betrifft, weg. Ja? Es gehört ein vereinfachtes Umweltverträglichkeitsprüfungssystem. In manchen Fällen würde ich es auch abschaffen, ganz einfach. Ja? Weil es kann nicht sein, dass ein Kraftwerk oder ich sage jetzt ein Stahlwerk und eine Automobilfabrik nach demselben Kriterium beurteilt wird, wie ob jemand, sage ich jetzt einmal, ein Tattoo-Studio aufmacht oder eine Softwarefirma aufmacht. In Wahrheit ist das aber heute so. Das heißt, wir schießen mit ganz großem Kaliber auf die ganz Kleinen und wir behindern sie und verhindern sie daran, sich zu entfalten. Und denen gehört eine Bresche geschlagen, das gehört freigeschaufelt. Sodass die aus dem Geruch wegkommen, naja, ich mache das halt so schwarz oder halt im Untergrund quasi. Also ich muss in den Samistat gehen, um selbstständig zu werden, weil das Gesetz und die Vorschriften der Staaten mir das nicht möglich machen. Das gehört weg. So, und das ist einfach Verbote überall. Wenn wir jetzt in den Verkehr gehen, haben wir das gleiche bei den Ampelschaltungen. Wir stehen alle um 2 Uhr in der Früh an der roten Ampel, wir sehen auf Kilometer, es kommt keiner. Niemand schafft es in dieser Stadt einfach die Ampeln freizuschalten. Wir haben in der Stadt eine Fabrik für öffentliche Verkehrsmittel. Wir bauen Stadtzüge, aber wir verwenden sie selber nicht, wir exportieren sie. Wir haben in Wien 3 verschiedene öffentliche Systeme und ein 2-System-Zug, der in Wien gebaut wird, wird auf der Eisenbahn über die Westbahn transportiert bis nach Karlsruhe, bis nach Hamburg, bis nach Athen und überall dort verwenden es diese 2 Systemzüge. In Wien schaffen wir es nicht, obwohl die Züge in unserer Stadt gebaut werden, solche 2 Systemzüge in den Verkehr hineinzubringen. So, jetzt könnte man der Reihe nach durchgehen. Nicht? Wir haben viel zu viele Vorschriften auf Magistratsebene bereits und wir machen es denen, die was anfangen wollen, denkbar schwer. Und darüber hinaus haben wir auch ein Fördersystem, das längst abgeschafft wird. Also erstens einmal haben wir viel zu hohe Steuern und Gebühren, die frisst die Bürokratie auf, die sind unproduktiv. Und zweitens nimmt uns die Stadt das Geld und fördert Projekte, von denen die Mehrzahl der Bürger eigentlich vorsichtig gesagt befremdet ist. Was wären das zum Beispiel für Projekte? Ja, schauen Sie, man sagt das mit dem englischen Wort Social Engineering, aber wer das nicht versteht, dem sage ich es auch auf Deutsch, das ist so gesellschaftspolitische Klempnerei. Seien Sie mir nicht böse, aber die Abbildung, ja, könnte jetzt die Frage guten oder schlechten Geschmacks sein. Also als Vater von 3 Kindern, die im schulpflichtigen Alter sind, freue ich mich nicht unbedingt, wenn ich so ein Plakat sehe. Aber es ist ganz offenkundig so, dass die Stadt in das Denken und und der Staat damit in das Denken und in die Weltanschauung oder in den Wertekatalog der Bürger erzieherisch eingreifen will. Und das sollte er nicht tun. Denn das sollte den Bürgern überlassen bleiben. Und meine Liberalität lässt vieles zu, was andere nicht so gerne sehen. Und auch meine Religiosität ist vielleicht eine andere als die anderer Menschen. Aber ich glaube, es ist nicht die Aufgabe, uns um unser eigenes Steuergeld zu erziehen in eine bestimmte Richtung. Das halte ich für falsch und dafür Geld auszugeben, ist totalitär. Denn das erleben wir in totalitären Systemen. Die versuchen, den neuen, den richtigen, den besseren Menschen zu erziehen und verwenden dafür Geld, das den Leuten weggenommen wird und die sind in der Mehrzahl der Fälle nach unserer Erfahrung gar nicht damit einverstanden, dass das geschieht. Das heißt, um das zusammenzufassen, Sie sagen, dass in Wien quasi Geld von den Steuerzahlern für Projekte verwendet werden, die diese eigentlich sowohl moralisch als auch religiös, also sonst wie, nicht gutheißen. Nicht gutheißen, ja. Und in welche Projekte sollte Ihrer Meinung nach Geld in Wien investiert werden? Es sollte so wenig wie möglich subventioniert werden, denn alles, was der Staat mir gibt, das muss er mir vorher wegnehmen. Und das versteht der Steuerbürger in diesem Land nur dann, wenn er zu jenen gehört, denen weggenommen wird.
Diejenigen, die auf der anderen Seite stehen, nämlich den Transferempfängern, die sind natürlich zufrieden und glücklich. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir damit eine ganze kommende Generation untüchtig machen für den globalen Wettbewerb. Und den werden wir nicht aufhalten können. Der kommt über uns, und dagegen Dämme zu bauen, ist ungefähr so sinnvoll, wie in Berlin eine Mauer zwischen Ost- und West-Berlin zu errichten. Es gibt Entwicklungen, die sind von einer historischen Dimensionierung, dass sie sich nicht aufhalten lassen mit irgendwelchen Grenzen und Verboten und Täfelchen und anderen ideologischen Vorstellungen. Für die müssen wir die nächste Generation fit machen. Und mit Subventionen tun wir das nicht. Ich weiß, dass viele unserer Freunde auch in der Wirtschaft sich mittlerweile daran gewöhnt haben, Subventionen zu nehmen. Aber wenn sie tatsächlich Unternehmer sind, dann garantiere ich ihnen, werden diese Unternehmer besser aufgestellt, wenn sie weniger Steuern zahlen, aber wenn sie es mal nicht schaffen, auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Staat für sie nicht einspringen wird. Und wir nicht als alle Steuerzahler dann für ein bestimmtes Unternehmen, weil nach welcher Wertigkeit wird es dann entschieden, nicht? Das geht nach politischer Freundschaft. Dass wir so ein Unternehmen dann stützen. Also wir wollen diese Subventionitis einmal weg, okay. Weil das auch gleichzeitig bedeutet, dass wir den Einfluss der Politik auf wesentliche Sphären des Menschen, und ich habe schon vom Wohnen gesprochen, und die zweitwesentlichste ist dann natürlich die Frage des Arbeitsplatzes, nicht? Oder wovon lebe ich oder ernähre ich? Die Politik redet da in Österreich viel zu viel mit, die gehört weg, das muss politikfreier Raum sein. Wenn wir gerade das Thema Wohnen angesprochen haben, in Wien steigen ja derzeit die Mietpreise immer stärker an, was auch in der öffentlichen Debatte immer wieder kritisiert wird. Welche Haltung haben die Freien Demokraten dazu, Mietpreise in Wien? Wie kann man das aufhalten? Schauen Sie, wo überall Sie Markt verhindern, kommt ein Murks heraus. Sie können heute versuchen, jeden Lebensdatbestand zu regulieren. Wenn Sie heute ein Mietrecht lesen, einen Wiener Mietvertrag, dann müssen es Universitätsprofessor sein, sonst verstehen es den Text nicht. Ich habe unter anderem eine Zeit lang in Zürich gelebt. Ein Züricher Mietvertrag befriedigt für jeden, der ihn abschließt, sein Wohnbedürfnis genauso wie ein Wiener. Die Wohnungen sind genauso wie bei uns, es gibt bessere, es gibt schlechtere, es gibt teurere, es gibt billigere, aber Sie können ohne Studium diesen Mietvertrag lesen, weil der besteht aus genau einer Seite. Und jeder versteht, was er tut. Unser Staat ist so eine Art Gouvernantenstaat. Ne? Der sagt, das sind die kleinen unmündigen Bürger, die müssen wir beschützen, die verstehen gar nicht, was sie tun. Deswegen müssen wir jeden Lebensfall berücksichtigen und schreiben einen Vertrag, den kein Mensch lesen kann. Wenn Sie den Markt außer Kraft setzen, ja? Wenn Sie die Lebenssituation der Menschen verrechtlichen bis ins kleinste Detail, dann laufen sie in einem Dschungel und am Ende gehen sie verloren. Und dass heute niemand in Wohnraum investiert, liegt einfach daran, dass das Gesetz und dass die Regeln, um Wohnraum zu schaffen, nicht anders funktionieren, als wenn sie einen Wünschelstand aufmachen oder Autos verkaufen. In dem Moment, in dem es sich lohnt, wird Wohnraum gebaut. In dem Moment, in dem die Mieten zu teuer sind, wird es mehr Anbieter geben und die Mieten werden wieder sinken. Das heißt, die Freidemokraten stehen im Prinzip vor allem für eine Entbürokratisierung dieser Prozesse, seien es jetzt Gründungen, seien es Mietrecht etc. Ja, es muss einfacher werden, das Leben muss einfacher werden für die Leute. Man muss heute mit 18 aufstehen können, wenn man sich für einen Beruf oder für eine Laufbahn entscheidet, und verstehen und nicht für alles einen Anwalt brauchen oder einen Rechtsberater oder einen Kammerfunktionär, der sagt, ja, das ist ganz schwierig, aber da weiß ich irgendwas und gehen zu dem und gehen zu dem. Was soll denn das? Wir machen ja nicht andere Dinge als Menschen in anderen Ländern auch, aber in Österreich ist jedes Mal schwierig. Ja? Gut, also das waren jetzt vor allem Bürokratisierung und wirtschaftliche Themen. Ich würde mich jetzt ganz gerne einem anderen Thema zuwenden, das in Wien derzeit auch sehr polarisiert. Stichwort Rauchverbot. Wie stehen Sie zu Rauchverbot in der Gastronomie? Ja, also schauen Sie, das ist ja ein klassisches Beispiel für das, was ich gesagt habe. Der Staat dirigiert hier rein mittlerweile zum dritten Mal. Zuerst hat er eine bestimmte Regelung geschaffen, dann haben alle investiert. Investiert kann man nicht sagen, weil vom Investieren kommen ja Erträge. Sie haben einfach Aufwand gehabt, den ihnen der Staat nicht abgegolten hat. Dann hat jemand anderes jemand gekommen, war lustig und hat sich gedacht, nein, jetzt verbieten wir das überhaupt nicht. So als ob die Menschen nicht wüssten, ob sie sich gefährden dürfen oder nicht. Und wenn sie mit dem Gefährden oder mit der Selbstgefährdung anfangen,
dann können Sie genauso den McDonald's verbieten und Sie können den Schweinsbraten beim Heurigen verbieten. Dann ist kein Ende für Verbote. Und das ist eine falsche Vorstellung davon, wie der Staat funktionieren soll. Der Staat soll uns größtmögliche Freiheit geben, selbst Entscheidungen zu treffen. Und was gut und schlecht ist, das soll er der Vernunft und dem Verstand unserer Menschen überlassen. Die wissen das selber ganz, ganz gut. Und wer sich halt selbst gefährden will, wenn wir rauchen, der soll halt nicht andere gefährden, meinetwegen. Also schon klar, in der U-Bahn oder wo man gezwungen ist, mit anderen zusammen zu sein, in der Liftanlage, meinetwegen soll es ein Rauchverbot geben, aber den Rest bitte überlassen es den Menschen. Mhm. Ja? Ein weiteres Thema, das derzeit auch in Wien immer wieder in den Medien kursiert ist, ist die Frage nach einem autofreien Ring. Ja oder nein, was meinen Sie? Naja, autofrei. Schauen Sie, das ist ein Thema, das würde ich Verkehrsexperten überlassen. Ich würde es Verkehrsexperten überlassen und ich würde es vor allem auch der dort lebenden Bevölkerung überlassen. Denn wenn ich im 19. Bezirk abstimme, dann bin ich sofort für einen autofreien Ring, weil da kann ich mit meinen Kindern spazieren gehen. Aber ob den Ring vielleicht die Geschäftsleute brauchen oder die Leute, die dort wohnen oder leben, weil die halt auch gerne ins Auto einsteigen würden, wenn sie vor der Tür gehen, das ist meines Erachtens nach eine Entscheidung, die klassisch der Bevölkerung überlassen bleiben soll. Ich verstehe längst nicht, warum wir nicht mittlerweile eine Untertunnelung haben des ersten Bezirks, sodass der Verkehr, der einfach durchpassieren will, nicht gezwungen ist, auf den Ring zu gehen, aber da müssen es die zuständigen Magistratsbeamten fragen. Die schaffen es nicht. Ich glaube auch, dass eine gewisse Autofeindlichkeit da ist. Und das ist immer ein schlechtes Motiv. Es ist immer gescheiter, einen positiven Lösungsansatz zu wählen, als zu verbieten, zu verteuern oder zu verschlechtern. Und das ist in Wahrheit die Antwort, die der Sozialismus hat oder überhaupt die politische Linke. Ne? Sie haben entweder höhere Steuern wollen die drauf, oder sie verbieten es, oder sie bauen einen Fahrradweg. So, und das ist aber keine Verkehrspolitik. Ne? Und das können Sie bundesweit beobachten. Ne? Weil das muss verboten werden. Ne? Natürlich sind wir nicht dafür. Wenn es die Leute wollen, ja. Und wenn es verkehrstechnisch gescheit ist, ja. Was daran ebenso gut anschließt, wir bewegen uns jetzt quasi vom Ring weiter auf die Marie-Hilfer-Straße. Was sagen Sie zur neuen Marie-Hilfer-Straße? Ist das Projekt gelungen? Also, persönlich halte ich für eine Katastrophe. Ja. Okay. Warum? Ich bin die Marie-Hilfer-Straße gewohnt, weil ich ein Josefstädter bin und dort aufgewachsen bin. Und für uns war das eine bunte, leicht zu erreichende Geschäftsstraße, wo es viele faszinierende Auslagen gab, an denen ich mir die Nase platt gedrückt habe. Und ich meine, heute, ich kann es Ihnen sagen, nur ganz subjektiv, sie wirkt irgendwie düster auf mich. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber es ist dieser Charme, eine Hauptgeschäftsstraße zu sein, ist verloren gegangen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es falsch war, dass diejenigen, die dort als Geschäftsleute tätig sind, nicht mit abstimmen durften. Also ich halte das für schlecht. Denn der Bezirk lebt von den Einnahmen, die und das Steueraufkommen dieser Geschäfte ist meiner Ansicht nach existenzbedrohlich, wenn in diesem Umfang in die Infrastruktur eingegriffen wird und diejenigen, die hauptsächlich dort ihren Arbeitsplatz finden und ihre Produktivität finden, werden von der Entscheidung ausgeschlossen. Also mir persönlich gefällt es nicht, aber das sollen, wie gesagt, die Leute im Bezirk entscheiden. Ja. Sie haben jetzt immer wieder auch Ihre persönliche Meinung einfließen lassen. Mich würde jetzt interessieren, wie zufrieden sind Sie persönlich mit dem aktuellen Bürgermeister Wiens? Naja, ich könnte jetzt sagen, naturgemäß gar nicht. Das wäre eine Routineantwort. Aber was den amtierenden Bürgermeister zu einer Last macht, ist weniger, dass er sozialistische Politik umsetzt. Das wäre ja dumm zu glauben, dass er das nicht macht. Aber es gibt Aufgaben, die einem Bürgermeister zukommen in außergewöhnlichen Situationen, die er nicht abdelegieren kann und an denen er nicht vorbeikam. Und ich muss Ihnen offen sagen, der Skandal mit dem Kindesmissbrauch am Wilhelminenberg. Wir haben mittlerweile 3200 Fälle von Missbrauch, die gemeldet wurden. Und ich muss ganz offen sagen, in einer Stadtverwaltung, in der ein Bürgermeister mitverantwortlich ist für die Verhältnisse, die dort oben herrschen, muss eine Strafverfolgung einsetzen, das nur so rauscht. Es kann nicht sein,
dass die Opfer jetzt mit einem Schweigegeld abgespeist werden, das mehr oder weniger die Situation kalmiert. Wiederum die Frage, warum ist es unser Steuergeld, solange es Täter gibt, und Täter muss es geben, denn es gibt Täter, wir fassen Täter, die noch vor 70 Jahren etwas getan haben, ein Verbrechen getan haben, Täter, die vor 40, 30 oder 20 Jahren ein Unrecht begangen haben, ein Verbrechen begangen haben, noch dazu Kinder, die wehrlos sind. Die müssen wir fassen, die sind hier mitten unter uns und allen ist das egal. Die spazieren mit ihrer Pension nach Haus und denken sich, gut, der Steuerzahler richtet es wieder. Und da braucht es einen Bürgermeister, der eine Verantwortung erkennt, die also übers Stehachterl hinausgeht. Ja? Und das enttäuscht mich sehr. Also das heißt, Ihrer Meinung nach hat Michael Häupl sich nicht genug positioniert in dieser Sicherheitsfrage auch für die Bürgerinnen und Bürger? Ja, in der Sicherheitsfrage positioniert er sich gar nicht, weil die Polizei lässt da hängen. Ne? Die lässt da mit Radarpistolen, da sitzen dann fünf, ne? die sind nicht irgendein Verbrecher her, der keine Untat begangen hat, sondern einfach eine Verwaltungsvorschrift übertreten hat. Dort, wo Zonen sind, in denen tatsächlich den Bürgern nichts Gutes zu erwarten steht, das findet man die Polizei nicht. Nicht? Das heißt, sind Sie der Meinung, ist Wien eine sichere Stadt oder gehört in der Sicherheitspolitik auch etwas verändert? Es gehört sehr viel in der Sicherheitspolitik verändert. Als ich 18 oder 16 war und wir haben das Gleiche gemacht wie alle Jugendlichen, wir sind auf Partys gegangen, haben böse Musik gehört und haben ein bisschen zu viel vielleicht getrunken, das eine oder andere Mal. Da konnte ein Mädchen in unserem Alter quer durch die Stadt gehen oder fahren und es wurde nicht behelligt. Und ich möchte es heute keiner Frau raten, in bestimmten Bezirken unterwegs zu sein, allein in der Nacht. Und es ist selbstverständlich so, dass hier die Polizei gefordert ist, Verhältnisse herzustellen, wie wir sie gewohnt sind, und das tut sie nicht. Die Polizei wird heute übrigens gegen den überwiegenden Willen des Durchschnittspolizisten, der das versteht, als Geldeintreiber, als eine Institution zum Inkasso gebraucht. Ich verstehe nicht, warum um 23 Uhr auf einer leeren Stadtautobahn jemand Geschwindigkeit misst, da stehen dann fünf Polizisten mit einer Laserpistole, fangen irgendjemanden ab, der möglicherweise jetzt erst fährt, weil er so lange an seinem Arbeitsplatz war, der müde ist, der einfach nach Hause kommen will. Und das sind die Verbrecher, hinter denen sich die Polizei sozusagen Mühe gibt, sie zu fassen. Und warum ist das so, wenn man dann saftige Verwaltungsstrafen verhängen kann und der Staat wieder kassiert. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Polizei, die Verkehrssünder jagt. Wir brauchen eine Polizei, die hinter den Gewaltverbrechern her ist. Und ich sage es gleich dazu, damit man nicht nur davon spricht, dass hier Polizisten hinter sozusagen Hühnerdieben her sind. Wir haben einen wirklich starken Staat mit einer starken Staatsanwaltschaft. Wir haben 20.000 Polizisten. Wir haben aber nicht den Eindruck, und der Sozialismus predigt es ja immer, der Staat muss stark werden, er muss die Aufgaben an sich nehmen, dass Großverbrecher gefasst werden. Ich zitiere etwa, wir alle wissen aufgrund der Finanzkrise und der Wirtschaftskrise, was in Griechenland passiert ist. Wir wissen, dass die US-Beratungsfirma Goldman und Sachs systematisch Bilanzen gefälscht hat für Regierungen, genauso wie sie es für Großkonzerne getan hat. Frage, wer schützt uns vor dem Schaden? Vor welchem Schaden meinen Sie jetzt? Vor dem Schaden, der uns entstanden ist. 5,2 Milliarden Euro sind dem österreichischen Steuerzahler dadurch entstanden, dass Griechenland diese Schulden hat, unter anderem, weil die Kriterien für seine Aufnahme in die Eurozone aufgrund gefälschter Bilanzen entstanden sind. Das ist der Vorbereitungstatbestand. Die Folge ist, dass die Wirtschaft Griechenlands es nicht schafft und die Folge wiederum ist, dass wir 5,2 Milliarden Euro verlieren. Wir reden heute bei Delikten vom Falschparken über 20 oder 30 Euro und da setzen wir die ganze Staatsmacht ein. Und irgendeiner der Unglücklichen, der mal vielleicht versäumt hat, seinen Steuerbescheid zu spät zu bezahlen, vielleicht weil er es einfach nicht hat, weil da kauft man ja nicht, wie der Beamte regelmäßig sein Gehalt überwiesen bekommt, sondern der muss Kunden haben, die zahlen und manche zahlen halt nicht. Da kommt der Staat mit seiner ganzen Macht. Da ist er da, mit Polizei, mit Verwaltung, mit Strafe, mit Staatsanwalt, mit Gericht. Und ich glaube, dass die Bevölkerung auch so einen Verdruss in die Politik hat, weil sie diese Unmaßstäblichkeit erkennt, nämlich wie stark tritt der Staat ihnen als einzelnen, sage ich mal, lässlichen Sünder auf
Und wo das tatsächliche Verbrechen in großem Stil begangen wird, da ist der Staat plötzlich nicht da, da schützt er nicht. Wir reden jetzt aber sehr viel von staatlichen Strukturen, jetzt mal in Bezug auf Wien. Was sollte man in Wien konkret Ihrer Meinung nach ändern in puncto Sicherheit? Ja, es gehört in den Regionen, in denen die Sicherheit nicht mehr da ist, und das wissen wir ja, gehört ganz einfach eine verstärkte Polizeipräsenz zu Fuß und nicht sozusagen ein Durchfahren schnell mit dem Auto und aus dem Auto heraus inspizieren, sondern die Polizei muss einfach da sein und sie muss auch dort eingreifen, wo die Leute sind. Und wenn auf dem ganzen Gürtel am Abend nicht ein einziger Fußstreif ist, sondern jeder nur schnell durchflitzt, dann wird es halt immer wieder passieren. Ich sage das aus meinem Bekanntenkreis, es ist nicht nur eine meiner Töchter, ich bin also Vater von drei Kindern, ich habe zwei Töchter aus erster Ehe, die ist einfach um 2 Uhr in der Früh mit dem Nachtbus überfallen worden und es war also keine Polizei weit und breit und sie ist misshandelt worden und es ist ihr so Geld weggenommen worden. Und wenn Sie mit der Bevölkerung sprechen, und das tun wir ja noch, wir sind ja nicht Teil jener politischen Klasse, die dann irgendwann einmal nur noch zum ORF Königlberg fährt und sich dort sozusagen hofhalten lässt. Wir reden ja noch mit den Leuten. Es ist einfach aus allen Wiener Bezirken, aber aus bestimmten schwerpunktmäßig ganz besonders, zu berichten, dass Gewaltdelikte von Jugendbanden, oft auch ethnischer Zusammensetzung, zur Tagesordnung geworden sind. Und damit muss zusammengeräumt werden. Und das muss der Bürgermeister können. Ja? Ich möchte dann gleich an eine weitere Frage anschließen, weil Sie auch Ihre Töchter erwähnt haben, und zwar das Stichwort Pograbschen. Im Juni soll nun doch die Regierungsvorlage zu einem neuen Gesetz in den Ministerrat einlangen. Okay, Sie lachen. Wie stehen denn die Freidemokraten zu dieser Debatte? Schauen Sie, ich sage es Ihnen ganz offen, wenn wir nur diese Probleme hätten, wäre man in Österreich glücklich. Bin ich der Meinung. Ja? Mhm. Das schwierigste Thema vielleicht, das man hat, ist die Geschlechterbeziehung, nicht? Das kennen beide Seiten, nicht? Es ist so, dass Verhaltensweisen, die Frauen nicht wollen und von denen sie gar sagen, und das ist Ablehnen, selbstverständlich mit einer Strafandrohung auch bewährt sein sollten. Die Frage ist immer, in welchem Ausmaß und was erwartet man sich von der Strafdrohung, nicht? Wir wissen ganz genau, dass die generalpräventive Wirkung von Strafen selbstverständlich bis zu einem gewissen Grad funktioniert in einer Gesellschaft. Man darf aber auch nicht bagatellisieren, dass Übergriffe sozusagen vom einen Geschlecht auf das andere sozusagen für unbeachtlich behalten werden. Ja? Ich glaube nur Maß für Maß. Es ist meiner Ansicht nach so, wenn die Mehrzahl der Frauen das wollen, dann sollten wir das beschließen, ohne Wenn und Aber. Ich glaube, dass es nicht der dringendste Bedarf im Alltag der Österreicher ist, um es einmal so zu sagen. Aber es lässt sich, glaube ich, als Frauenpolitik, was auch immer das dann im Einzelnen sein mag, gut verkaufen und wir haben schon so viel beschlossen, beschließen wir das mal nicht. Ich gehe jetzt weiter noch zu Fragen, die uns unsere Leser eingeschickt haben, ja. Und zwar an Sie. Ja. Und zwar, der Herr Peter F. fragt ganz von der Leber weg, was haben denn die Freidemokraten den Wählern zu bieten, was ich nicht eh schon bei anderen Parteien finden kann? Glaubwürdigkeit, Korrektheit der Personen der Handelnden und eine unbedingte Selbstverpflichtung auf unser Programm. Das heißt, wir glauben, dass Politik auch ein Qualitätsprodukt sein kann. Mhm. Es muss nicht so sein, dass den Leuten Sand in die Augen gestreut wird mit Parolen, die sich dann, wenn es an die Konkretisierung geht, sozusagen in Luft auflösen. Wir meinen, dass wir unsere Programmpositionen, und wenn Sie sich die anschauen auf unserer Homepage, können Sie das ganz genau nachprüfen in einzelnen Fällen, dass wir uns die sehr genau überlegt haben, dass wir nicht unterwegs sind, um als Effekthascher sozusagen die nächstbeste Wählerstimme zu bekommen. Wir vertreten Positionen, von denen wir genau wissen, dass sie in der Bevölkerung weder populär sind, noch sich rasender Beliebtheit erfreuen, aber wir glauben, dass sie notwendig sind, dass wir sie vertreten. Und wir haben uns das sehr genau überlegt, ob wir und wie wir sie vertreten werden. Das heißt, sie kriegen von uns Politik mit Qualität. Und
das ist unser Commitment, das ist unsere Selbstverpflichtung an uns selber. Dann ein weiterer Leser, der Herr Franz S., würde gerne von Ihnen wissen, das Thema hatten Sie auch vorher angesprochen, Sie sprechen davon, dass Sie aus Mietern von Gemeindewohnungen Eigentümer machen. Ja. Und er fragt jetzt, wie soll sich das jemand leisten können, weil für einen Normalverdiener wie mich ist das nicht leistbar? Nein, das ist selbstverständlich ist das leistbar. Die Mieter zahlen ja jetzt bereits Miete. Unser Modell basiert darauf, dass wir sagen, der wirtschaftliche Wert der Wohnung ist ja feststellbar. Da gibt es Gutachten und man weiß, eine Wohnung aus den 20er, aus den 50er Jahren, je nach Ausstattung kostet so und so viel auf dem Markt. Ganz einfach. Und wir gewähren dem Mieter einen Kredit zu Niedrigzinsen. Und die Miete, die er bisher zahlt, bleibt vollkommen unverändert. Das heißt, der Betrag, die betragsmäßige Höhe bleibt völlig unverändert. Das heißt, es kommt keine Belastung durch den Kauf auf den Mieter zu, sondern wir sagen, was er bisher an Miete gezahlt hat, damit deckt er das Darlehen ab und ist aber vom ersten Moment an schon Eigentümer an dieser Wohnung. Und jetzt, das ist natürlich nur ein grober Überblick, das System muss natürlich missbrauchssicher gemacht werden. Und es ist völlig klar, dass wir eines nicht zulassen, wenn wir nicht zulassen, dass jemand sich sozusagen als Eigentümer registrieren lässt, dann ist er sozusagen im Besitz seiner Wohnung und hat seinen Grundbuchsauszug und dann geht er her und lebt die nächsten 3 Jahre beim Brandineser, sage ich mal. Ja? Und wenn er dann alles versoffen hat und seine Kinder nichts übergeben bekommen, dann stellt er sich wieder an um eine Sozialwohnung. Also so wird es nicht gehen. Wir versehen diese Wohnungen für 30 Jahre mit einem Veräußerungsverbot, ja, von dem man vielleicht Ausnahmen machen kann in Fällen schwerer Schicksalsschläge. Also wenn jemand beispielsweise jetzt an Krebs erkrankt und für seine Medizin oder für seine Heilung zusätzlichen Aufwand hat, ja, dann würden wir davon schon eine Ausnahme sehen können, weil er hat ja die Wohnung und wenn es für sein körperliches Wohl notwendig ist, soll er es haben. Oder irgendein Unfall, der ihm die Beine nimmt, irgendein Schicksalsschlag. Aber in der Regel soll er die Wohnung 30 Jahre nicht verkaufen können. Damit soll klar sein, dass ein Generationenwechsel entsteht. Das heißt, dass eine Nachfolgergeneration Eigentum zu erwarten hat. Was wir dem neuen Eigentümer, den wir geschaffen haben, aber gerne empfehlen, ist, dass er sie als Sicherheit verwendet, um ein Existenzgründungsdarlehen aufzumachen. Ich habe vorhin schon gesprochen, wenn jemand eine Softwarefirma aufmachen will, weil er begabt ist und weil der Mensch kreativ ist und etwas kann und fleißig ist, dann soll es nicht daran scheitern, dass ihm 10.000 oder 20.000 Euro fehlen, die er nicht kriegt, weil er oder seine Eltern einfach vermögenslos sind. Wir müssen die kreativen Kräfte entfesseln und zwar nicht so, wie sich das die Kämmerer in der Regierung vorstellen, nämlich alles schön unter Kontrolle und am Ende entscheidet dann doch, ich weiß nicht, die Gewerbeordnung darüber, ob wir den jetzt wollen oder nicht, sondern einfach, wir müssen diese Gesellschaft fluten mit Leuten, die Lust darauf haben, auf eigenen Beinen zu stehen und keinen Chef zu haben. Und wie wird diese Flut finanziert? Diese Flut finanzieren wir unter anderem, indem wir Wohnungen, aber auch allgemeines Vermögen, das der Staat in den letzten 70, 80 Jahren gesammelt hat, nicht wahr? Dass wir das den Menschen zurückgeben. Denn der Unsinn, den die Sozialisten ja verbreiten, ist, es gibt Reiche, es gibt keine Reichen in Österreich, das ist ein Schmarrn, es gibt 15 Reiche oder 20. Das Reichste an Österreich ist der Staat, den sie geschaffen haben. Der muss was lassen, der muss hergeben. Und es muss die Mentalität enden, es geht nicht, im Sozialismus geht es immer nach der Neidgesellschaft. Wie kann ich reiche Leute, die etwas haben, wie kann ich denen was wegnehmen, damit die ärmer werden? Und das ist dann gerecht. Vor allem das Wort sozialgerecht kommt dann immer. Ich verstehe nicht, was sozialgerecht ist, weil gerecht reicht aus. Aber sozialgerecht ist was Besonderes. Das heißt, solange es jemanden gibt, der mehr hat, wegnehmen, bis alle gleich wenig haben. Das ist falsch. Wir müssen so denken, dass wir aus armen Leuten, wie können wir aus armen Leuten reiche machen? Und da fangen wir beim Staat an. Der Staat hat diese Wohnungen errichtet in einer Zeit der allgemeinen großen Not. Das waren die Weltkriege, die halt unglücklich verlaufen sind und Trümmer zurückgelassen haben und eine Massenarbeitslosigkeit. Aber wir sind jetzt 70 Jahre weg von der letzten Katastrophe und haben hoffentlich keine vor uns. Jetzt könnte man mal nachlassen mit einem System, das für eine Ausnahme geschaffen ist und das dem Staat viel zu viel Macht in die Hand gibt. Verteilen wir das von uns Finanzierte an die, die es brauchen,
Und geben wir denen die Chance, damit sich zu finanzieren und damit wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Dieses Proletariat, das in die Städte zugewandert ist, das waren ja einmal Bauern. Die hatten ja einmal Grund und Boden. Und den haben sie verloren, weil sie aus einer Vielzahl an Gründen halt enteignet wurden. Durch die Verhältnisse, durch die Konkurrenten oder aufgegeben. Ich muss diese Antwort jetzt mal abkürzen, weil wir schauen müssen, dass wir in der Zeit bleiben. Ja. Also Sie sehen, ich bin ganz begeistert von Ihnen. Das merkt man auf jeden Fall, ja. Weil wir würden jetzt ganz gerne noch etwas zu Ihnen als Person erfahren, weil wir jetzt sehr viel über die Freidemokraten und über ihre großen Ziele gesprochen haben. Aber wie würden Sie sich selbst dann abseits der Politik definieren? Sie wollen in meine Geheimnisse eindringen. Nur ein paar vielleicht, nicht allzu viele. Also gut, ich werde Ihnen das sagen. Ja. Ich glaube, dass ich ein Mensch bin, der liebesfähig ist. Ich stelle mit Bedauern fest, dass viele Menschen in unserer Gesellschaft das nicht mehr zusammenbringen. Und ich fühle mich damit sehr wohl. Das ist vielleicht das eine. Dann bin ich ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Das führt dazu, dass ich mich gerne mit Neuem beschäftige, und zwar in der Technik, aber auch in der Literatur. Also ich lese viel und studiere gern so im Computer und surfe herum und schaue mir neue Dinge an. Ja, und ich habe ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Also ich bin nicht schnell bereit, über jemanden oder Verhältnisse den Stab zu brechen, bevor ich es mir nicht ganz schwer gemacht habe, zu schauen, wie liegen die Dinge tatsächlich. Und das macht mich ein bisschen kompliziert manchmal. Das geht wahrscheinlich nicht nur für Sie. Sie haben vorhin auch gesagt, Sie sind in der Josefstadt aufgewachsen. Ja. Also auch mit Wien seit Jahrzehnten wahrscheinlich verwurzelt. Was bedeutet denn Lebensqualität in Wien für Sie? Weil Wien ja immer wieder als die Stadt mit der höchsten Lebensqualität angepriesen wird. Schauen Sie, solche Studien sollte man mit Vorsicht hinterfragen, aber ich zweifle nicht daran, dass man in Wien gut leben kann. Ich habe selbst berufsbedingt und familiärbedingt 8 Jahre in Zürich gelebt, und Zürich und Wien streiten sich oft um dieses Ranking, dann, ich glaube, mit einer kanadischen Stadt, mit Vancouver, das sind so die Top. Schauen Sie, das, was Wien tatsächlich qualitätvoll ausmacht, das hat nichts mit der jetzigen Politik zu tun. Das kommt alles aus der Vergangenheit. Wiens gute Luft verdanken wir dem Retter des Wienerwalds, das ist der Schöpfer. Das ausgezeichnete Wiener Wasser und frische Luft und gutes Wasser sind wesentliche Umstände für Lebensqualität. Ja. Das verdankt man dem übrigens liberalen Bürgermeister Cajetan Felder, also einem politischen Urahn, wenn Sie so wollen, der Freidemokraten. Der hat nämlich die erste Wiener Hochquellwasserleitung geschaffen. Und das, was Wien so besonders qualitätvoll macht, das sind die Bauten, die unsere Väter und Urgroßväter errichtet haben. Das heißt, das Stadtbild ist es ja auch, durch das wir gehen, und das uns zeigt, dass wir eine große imperiale Vergangenheit haben und eine sehr starke kulturelle Prägung, die weit über den einer kleineren Provinzstadt hinausgeht. Und jeder, der das in Wien vorfindet, sagt, euch geht's gut. Mit dem Sozialismus, der jetzt regiert, hat das gar nichts zu tun. Der schafft uns das eher ab, als das eins uns. Das ist nämlich auch ein schöner Abschluss. Und zwar, wenn wir auf die Wahl am 11. Oktober hinblicken, was ist das konkrete und erklärte Ziel der Freidemokraten bei dieser Wahl? Also, wir haben es ganz einfach. Wir treten zum ersten Mal überhaupt an. Mhm. Und damit gehen wir völlig entspannt in diese Wahl. Okay. Ich persönlich freue mich, wenn wir in den Bezirken, in denen wir kandidieren, einziehen. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, dass unsere ehrenamtlichen und sehr begeisterten und sehr ambitionierten Funktionäre mal die Chance haben, in eine Wahl zu treten, um überhaupt einmal kennenzulernen, wie das ist. Also ich würde mal sagen, wir sollten es schon schaffen in dem einen oder anderen Bezirk, aber wir sind an sich glücklich darüber, dass wir diesen Lernprozess machen, und insofern gibt es keine großen Hürden. Alles klar, das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich sehr herzlich Dankeschön. Für das Interview. Danke. So, jetzt darf ich irgendwie...